Das habe ich jetzt nicht aufgenommen gerade. Oh nö. Schönen guten Tag, liebe fahrradbegeisterte Freundinnen und Freunde der volkstümlichen Volksmusik. Es begrüßt euch Interpest alias Kasperl zu diesem ersten Teil einer kleinen Serie, die eine Radtour abbildet, die in St. Kasperl zusammen mit seinem Super Buddy Buffy, den ihr allerdings in diesem Teil noch nicht zu Gesicht bekommen werdet, im September 2022 über mehrere Tage von Innsbruck bzw. Landeck am Inn bis nach Venedig führte. Am besten, ihr aktiviert die Untertitel und lasst auch einmal ein Like oder ein Abonnement da. Das würde meine gekränkte Seele sehr, sehr erfreuen. So, also alias Kasperl und Buffy geht's jetzt auf die Reise. Viel Spaß dabei. Innsbruck. Eine kleine Stadtrundfahrt. Da unten die Olympiaschanze. Oder da oben, besser gesagt, da hinten. Ich muss immer aufpassen, dass es mich nicht legt. Mit der linken Hand bremsen, mit der Vorderbremse ist es nicht so gut. Ach Scheiße, dass bei meiner Kamera der Bauchgurt weg ist. Das Areal da weiter unterhalb ist Maria Hilf, eine Wallfahrtskirche. Da stand irgendwas nach dem 30-jährigen Krieg. Eine Antikriegskirche sozusagen. Aber wo war jetzt diese Cache? Ah ja, hier vielleicht. Also mit so einer krassen Silhouette im Hintergrund, das ist natürlich schon Wahnsinn, oder? Heute ist der 14.09.22 und so gegen Mittag und ich bin gerade in Innsbruck angekommen, vor ein paar Stunden. Kirche in Innsbruck. ...1947 sind dort Vorbesprechungen für die Gründung der SOS Kinderdörfer in die Wege geleitet worden. Das Rad- bzw. Roller-Schnellstraßensystem in der Tiroler Hauptstadt fand ich richtig gut ausgeklügelt und befahrbar.
sagen, die Klappergass von Innsbruck. Oder die alte Altstadt. So, jetzt gehen wir nochmal in die Hofburg ein, weil ich muss nämlich noch mein Fahrrad unter Kontrolle bringen. So, jetzt hat er mich nochmal zur Hofburg geschickt, der nette Mann, der da unten war. Da hat er gesagt, ob das, was ich meine, vielleicht die Schwarzmandl-Kirche ist. In den schwarzen Mandl. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn die? Welche Farbe hat die denn? Da hat er gesagt, da müssen wir einfach durch die Hofburg durch. Jetzt nehme ich einmal an, dass es das da hinten ist. Die Schwarzmandl-Kirche. Hat er die vielleicht gemeint, die mit diesem fantastischen Renaissance-Eingangsportal? Und da scheint Schwarzenmandeln drin zu sein, also auch von Max Steinberger. Und das ist dann wahrscheinlich das Grab für Maximilian den Ersten. Die Hofburg einfach zum Abschneiden, Wahnsinn. Ich bin jetzt so durchgebrettert, aber also superlativ, was eine volkskundliche Sammlung, also wirklich hochstehende Volkskunst ist. Also Riesenspektrum. Die schwarzen Mandeln, ich brech ab. Andreas Hofer, da habe ich hier in der Stadt schon viel gesehen, dass er sehr verehrt wird. Der große Freiheitskämpfer der TirolerInnen. Und dann haben sie hier reingepackt in die Grabeskapelle, sozusagen die Grabeskirche, die Begräbniskirche von Maximilian von Habsburg. Diese Hände. Diese manierierte, gezielte Haltung. Dann guckt man sich mal diesen unfassbaren Bart an. Dieser Ausdruck von ihm. Und jetzt auch noch die andere Hand. Wie er sie auf dem Schild so abtippst. Das ist unglaublich. Der ist ja auch ein bisschen zu schlank, ne? Diese Werf und diese Manieriertheit einfach. Diese Manieriertheit auf den Punkt gebracht. Ich meine, der hat eine ähnliche Mode hier, aber. Diese Glockensache hast du da, kommst du nicht drauf. Also die Gerechtigkeit, dann hier nochmal die Weisheit mit dem Spiegel, die sich selbst reflektiert und er kehrt uns einfach nur seinen Rücken zu und ist ganz alleine in seinem Gebet zu Jesus. Böhmischer Statthalter und so weiter. Auch ein ganz schön Gewürzprüfer. Hier noch zwei weitere Tugenden. Die Fortitudo, also die Stärke, die Tapferkeit, diese Säule und die Barmherzigkeit in einer Hallenkirche. So, jetzt nochmal zum Chor. One more question about Leonardo and Ludovico Sforza and his work there for him. By the way, he also painted a beautiful portrait of the lover of Ludovico. So, also hier ein Brunnen für Leopold V. Erzherzog von Österreich, Graf von Tirol. So ein richtiger Genießer. Ich versuche mal, hier ein Uhrzeiger sind. Also, da haben wir eine Leder mit uns. Also, ein Verführer. Dann hier haben wir wahrscheinlich die Quelle, vielleicht des Inns. Also irgendwelche Quellen. Aber hier ist ja noch eine Quelle. Dann haben wir eine Diana. Also die Jagdwirtin, also die Jagd hat er auch gerne. Und dann haben wir hier eine, was haben wir denn da? Also auf jeden Fall, das ist auch wieder so wie so eine Flussgöttin vielleicht. Und schaut mal, was sie da mit ihrer Hand und ihrer Hand da hat. Sorry. Die schmiert sich da das eindeutig in ihrer, naja. Und hier die Leder, die melkt ja den Schwan seinen Hals richtig gehen. Also eine unglaubliche Pornografie hier am Start. Und da oben ist er, dann persönlich der Leopold. Und jetzt
Schauen wir mal zu dieser Klopperkirche dahin. Oben ein Jesus, Gott, Vater, also Dreifaltigkeit oben. Vielleicht eine Dreifaltigkeitskirche. Das Theologische Fakultät, okay. Jesuitenkirche. Okay. Die jesuitische Uni. Über dem Haupteingang sind die Wappen von Erzherzog Leopold V., des Erzherzogs bzw. Statthalters von Tirol und seiner Frau Claudia de Medici angebracht. Eine Krypta holt's an. In der Krypta befinden sich die Gebeine der beiden Stifter. Die sind beide in der Mitte des 17. Jahrhunderts gestorben und haben diese Kirche sowie einige Ausstattungsstücke gestiftet. Im 16. Jahrhundert wurde ein Jesuitenkonvent gegründet. Der betrieb eine Schule, die wurde später Gymnasium und schließlich Universität. Für diese diente die Dreifaltigkeitskirche der Jesuiten dann als Universitätskirche. Der Jesuitenorden ist für die Gegenreformation zuständig gewesen, also die Stärkung der katholischen Kirche im Abendland gegen ihre protestantischen Widersacher. Naja, ehrlich geht's um die kaiserliche Macht des katholischen Hauses Habsburg. Heilige aus den Reihen der Jesuiten werden besonders verehrt in dieser Dreifaltigkeitskirche. Der heilige Ignatius von Loyola war der Ordensgründer der Jesuiten und in seiner Funktion der große Gegenreformator in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich als Hesperus Occidentis, also Morgenstern des Abendlandes, wird dementsprechend der Heilige an der Decke seiner Kapelle bezeichnet. Und so weiter und so fort. So. Die verdeckten Inschriften weisen darauf hin, dass Anna de Medici, Tochter von Cosmas II. De Medici und Frau von Ferdinand Karl, einem Habsburger, gehe ich mal von aus, zu Ehren des heiligen Franz Xaver diese Kapelle stiftete. Der heilige Franz Xaver war ein indischer Mensch. Das Altarblatt zeigt ihm beim Taufen. Rechts von diesem Bild aus gesehen ist Jesus, der ein Lamm trägt, in Analogie zum guten Hirten. Ein Bild auch für einen Pastor. Und auf der gegenüberliegenden Seite trägt ein Jesuit, ein Menschen, der nicht europäisch aussieht, auf seinen Schultern, womit auf die Missionierung angespielt wird. Und ich finde, auf eine ziemlich respektierliche Weise, weil den Menschen ein selbstständiges Leben abgesprochen wird, solange sie nicht dem richtigen, in Anführungszeichen, Glauben oder der richtigen Anleitung folgen. An der Decke der Kapelle des heiligen Franz Xaver wird die Missionierung des Morgenlandes verherrlicht. Als Lucifer Orientis, also Lichtbringer des Morgenlandes, wird er großkotzig an der Decke bezeichnet. Zwar sind genannt die Länder India, Molukka, also Indonesien, China und Japonia, Japan. Gleich auf der linken Seite. So, jetzt ta-ta-ta-ta. Hier eine Fakultät der Uni heutzutage. Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Das Kasperl hat noch mehr erlebt an diesem Tag in Innsbruck, aber aus technischen Gründen endet jetzt der erste Teil. Der zweite folgt und dann heißt es weiter Sehnen nach der Ferne. Das Kasperl bedankt sich auch im Namen von Buffy fürs Zuschauen. Bis bald.